Sie hören SBS German. Ich spreche mit Dr. Isabel Laumer. Sie ist am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz am schönen Bodensee. Hallo, Frau Laumer. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Sie sind Kognitionsbiologin und Primatologin. Sie sind außerdem die Erstautorin der Studie über den männlichen Orang-Utan auf der indonesischen Insel Sumatra, der eine Wunde im Gesicht mit Heilpflanzen behandelt hat. Seit über 10 Jahren beschäftigen Sie sich intensiv mit Menschenaffen und Papageien und erforschen physische und soziale Kognition. Ja, richtig. Wir erforschen eben die Intelligenz und auch die Emotionen und ja, das Sozialverhalten von Menschenaffen. Und das ist das, was man unter physischer und sozialer Kognition auch versteht. Ja, also physische Kognition ist mehr so Werkzeuggebrauch und wie die Tiere Probleme lösen, also das auf einer physischen Art und Weise. Und soziale Kognition ist eher das Sozialverhalten der Tiere, wie die Tiere miteinander interagieren. Das sind zwei Aspekte praktisch. Dieses Orang-Utan-Männchen, Rakus, der lebt ja wild in Sumatra im Urwald und der hat eine Wunde in seinem Gesicht mit einer Heilpflanze geheilt. Das ging ja durch die Medien. Was genau hat Rakus denn gemacht? Ja, also ich hole ein bisschen aus. Wir beobachten eben Sumatra-Orangutans seit 1994 am Forschungsstandort Suak Balimbing. Und das ist eben ein geschütztes Regenwaldgebiet, ein Torfsumpfwald. Und in dem leben etwa 150 eben vom Aussterben bedrohte Sumatra-Orangutans. Und wir beobachten die Tiere täglich. Und zwar ab dem Moment, wo sie praktisch das Nachtnest verlassen, bis sie dann circa 12 Stunden später in einem neuen Baum ein neues Nest bauen. Und während diesen 12 Stunden werden die Tiere alle 2 Minuten wird das Verhalten gescannt. Also es wird notiert, welches Verhalten das Tier zeigt. Und wir füllen auch zusätzlich zu diesen 2-Minuten-Scans auch noch zusätzliche Protokolle aus. Wir sind zum Beispiel am Werkzeuggebrauch, an Sozialverhalten interessiert. Das wird eben zusätzlich noch alles aufgenommen. Und während diesen täglichen Beobachtungen ist dem Team eben aufgefallen, dass Rakus eine Gesichtswunde hatte. Wir gehen davon aus, dass die Gesichtswunde von einem Kampf stammt. Zuvor wurde sogenanntes Long Call Battle vernommen. Also ein Long Call ist ein Ruf, den ein männlicher Orangutan eben produziert. Und er hat eben 2 Funktionen. Eine ist eben Weibchen anzuziehen und auch Männchen abzuschrecken. Also geht eben in beide Richtungen. Und wenn 2 Männchen rufen, wenn einer ruft, dann ruft der nächste, dann der nächste und wieder der nächste, dann ist da auf jeden Fall Spannung in der Luft. Und deswegen gehen wir eben davon aus, dass Rakus eben zuvor in einem Kampf involviert war mit einem anderen Männchen und eben dadurch diese Gesichtswunde hatte. Und dann hat er eine bestimmte Pflanze genommen. Wenn Sie das kurz erklären möchten. Also 3 Tage später wurde er dabei beobachtet, wie er eine Pflanze gefressen hat, und zwar eine bestimmte Liane. Und diese Liane, die wird eben ganz, ganz selten von den Orangutans im Forschungsgebiet verzehrt. Also wir haben sogenannte Feeding Scans, 390.000, und mittlerweile und nur 0,3% von diesen 390.000 Feeding Scans essen die Tiere tatsächlich von dieser Liane. Und die Liane heißt Fibraurea tinctoria. Und er hat eben von dieser Liane erst gefressen für 13 Minuten. Und dann hat er aber angefangen, eben nicht mehr zu schlucken, sondern weiter zu kauen. Und hat dann wiederholt den Pflanzenbrei mit seinem Finger auf seine Wunde gestrichen. Und das Ganze war wiederholt für 7 Minuten lang. Und am Ende hat er sogar den Pflanzenbrei dann, also den ja, festen Bestandteil von dem, also den Blattbestandteil, hat er dann auf die Wunde geschmiert, bis die dann komplett bedeckt war. Und dann hat er noch weiter davon gefressen und auch noch am nächsten Tag. Es wurde auch im Verhalten, wurden Änderungen festgestellt. Also wir haben uns angeschaut, das Ruheverhalten, bevor er verwundet war, während er verwundet war und nachdem er dann wieder gesund war. Und wir haben eben festgestellt, dass er eben
an dem Tag, an dem er auch die Pflanze aufgetragen hat und auch an mehreren anderen Tagen danach, über 50% der Zeit geruht hat. Und das hat natürlich vermutlich auch zu dem schnellen Wundheilungsprozess beigetragen. Also die Wunde war innerhalb von 4 Tagen schon geschlossen und es waren auch keine Anzeichen von Infektionen zu sehen. Ja, also diese Pflanze, Fibaria tinctoria, das ist eine Heilpflanze, die auch in der traditionellen Medizin verwendet wird. Und die hat eben, ja, ganz tolle Eigenschaften. Also die ist eben entzündungshemmend, also wirkt gegen Bakterien, Viren, Pilze. Sie ist auch fiebersenkend und schmerzlindernd. Und das hat vermutlich auch geholfen, dass die Wunde eben so gut verheilt ist. Was ist jetzt das Besondere daran? Also für mich klingt das natürlich sehr besonders, wenn ein Orang-Utan sich so medizinisch behandelt. Aber hat man das in der Wildnis schon öfter beobachtet? Ja, das ist der erste dokumentierte Fall, dass ein wildes Tier eine Wunde mit einer Heilpflanze behandelt. Es gibt eine einzigste Schimpansengruppe im Gabun. Die fangen Fliegen aus der Luft, immobilisieren die zwischen ihren Lippen und packen die dann auf die Wunden drauf. Nur bis zum heutigen Tag haben die Forscher noch nicht feststellen können, welche Art von Fliege das ist. Das heißt, man weiß bis heute nicht, ob diese Fliegen überhaupt medizinische Eigenschaften besitzen, also ob dieses Verhalten überhaupt eine Funktion hat. Und das Besondere ist eben bei Rakus, hier wissen wir, dass das eine sehr, ja, potente Heilpflanze ist, mit der er sich da verarztet hat. Und ja, also es gibt auch Beobachtungen, auch veröffentlichte Studien von Borneo-Orangutans zum Beispiel in einem Gebiet in Zabangau. Und da wurden mehrere Tiere dabei beobachtet, wie sie Blätter von Dracaena candlei, also dem Drachenbaum, abgerissen haben und zerkaut haben. Und dieser Dracaena candlei ist eben auch eine Pflanze, die wird auch in der traditionellen Medizin verwendet, und zwar gegen Muskelschmerzen und Knochenschmerzen. Und die Orangutans in Sabango, also manche der Tiere, wurden eben dabei beobachtet, wie sie diesen Pflanzenbrei teilweise über eine halbe Stunde auf Arme und auch Beine einmassiert haben. Also das war vorher auch schon bekannt, aber dass wirklich eine Wunde ganz gezielt mit einer Heilpflanze behandelt wird, das wurde bisher eben noch nie beobachtet. Kann man jetzt daraus Erkenntnisse ziehen, wie zum Beispiel, haben sich die Menschen das bei den Tieren abgeguckt mit diesen Heilpflanzen irgendwann oder andersrum? Ich habe tatsächlich jetzt schon öfter mit traditionellen Heilern gesprochen, auch im Zuge jetzt von der Studie, weil sich Leute bei mir gemeldet haben. Und viele der Heiler haben eben davon berichtet, dass sie sich tatsächlich Verhalten von Tieren abschauen, also beobachten, welche Pflanzen Tiere fressen und das dann eben auch probieren und ausprobieren. Wir wissen ja, dass der Mensch und der Affe sich genetisch sehr ähnlich sind. Wenn man jetzt sowas hört, sind wir uns vielleicht noch ähnlicher als bisher angenommen? Ja, auf jeden Fall. Diese Studie zeigt auch wieder mal, wie ähnlich wir uns Menschenaffen sind. Und zum Beispiel Orangutans, wir teilen 97% unseres Erbgutes auch mit ihnen. Ja, also wir sind uns eben, wie gesagt, sogar was die Wundbehandlung angeht, gibt es eben Ähnlichkeiten. Aber Orangutans sind auch sehr intelligente Tiere. Sie können Werkzeuge gebrauchen. Sie können sogar Werkzeuge erfinden. Ich hatte mal eine Studie durchgeführt. Und zwar ging es darum zu testen, ob Orangutans ein Hakenwerkzeug erfinden können. Und das ist eine Studie, die wurde ganz groß angelegt in England mit Kindern schon getestet. Und zwar gibt es da ein Röhrchen und das Einzigste, was das Kind bekommt, ist eine Schnur, die aber nicht funktionsfähig ist, und ein gerades Stück Draht. Und in diesem Röhrchen ist eben ein Körbchen. Und um an dieses Körbchen mit dem Futter zu gelangen, muss das Kind oder der Affe eben drauf kommen, den Draht zu nehmen, am einem Ende zum Haken zu biegen und es dann richtig herum einzuführen, einzuhaken in den Henkel und dann komplett hochzuziehen, bis das Tier oder das Kind dann das Körbchen greifen kann. Und das ist so ein genanntes Multi-Step-Problem. Also mehrere Schritte sind nötig, um eben auf die Lösung zu kommen. Und Kinder können das erst im Alter von 8 Jahren, hat man herausgefunden.
selbstständig auf die Lösung zu kommen. Also wenn man jüngeren Kindern, also Dreijährigen, Vierjährigen das zeigt, können die das nachmachen. Aber selbstständig auf die Lösung kommen Kinder erst im Alter von 8. Und das liegt vermutlich daran, da gibt es eine Gehirnregion, die eben erst später im Alter von etwa 8 Jahren reift. Und ja, ich hatte eben Orangutans während meiner Doktorarbeit getestet in dieser Aufgabe. Und ich hatte eben 5 Tiere im Test. Und zwei Weibchen haben es eben beim ersten Versuch sofort gemacht. Und das zeigt eben, dass sie tatsächlich, was eben die Erfindung von einem Hakenwerkzeug betrifft, auf dem Level von etwa 8-jährigen Kindern sind. Also das ist schon recht erstaunlich auch. Ja, auch was die sozialen Fähigkeiten angeht, sind uns Orangutans auch sehr ähnlich. Ich habe dieses Jahr noch eine andere Studie veröffentlicht, und zwar über Humor und spielerisches Necken bei allen 4 Menschenaffen, also bei Schimpanse, Bonobo, Gorilla und Orangutan. Und wir haben herausgefunden, dass Menschenaffen spielerisches Necken zeigen, das eben in vielerlei Hinsicht ähnlich ist zu dem spielerischen Necken, was auch Kleinkinder zeigen, also menschliche Kleinkinder. Und wie gesagt, jetzt haben wir eben auch Wundheilung entdeckt. Und ja, das zeigt einfach, wie ähnlich die Tiere uns sind und eben auch, wie besonders und auch wie schützenswert sie sind. Sie sind ja vom Aussterben bedroht, werden von der IUCN als critically endangered eingestuft. Und es ist eben extrem wichtig, dass man Schutzgebiete eröffnet, wo die Tiere eben ungestört leben können. Und ja, dass man die Tiere einfach vom Aussterben rettet. Ja, und wenn ich das so höre, dann wird auch ganz klar, dass wir die Tiere auch weiterhin wahrscheinlich sehr unterschätzen. Ja, also gerade diese Beobachtung zeigt eben, also unser Team arbeitet ja seit 1994 in dem Forschungsstandort Suaqbalimbing, und bisher wurde so ein Verhalten eben noch nicht beobachtet. Und es zeigt einfach auch, dass es extrem wichtig ist, Menschenaffenpopulationen wirklich über einen langen Zeitraum zu beobachten, weil man anscheinend tatsächlich erst über einen langen Zeitraum wirklich lernt, was die Tiere genau können. Und auch immer wieder erstaunt ist und wie besonders, wie klug sie sind, was die alles Interessantes machen. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sie wirklich auch lange eben beobachtet, damit man eben die Möglichkeit hat, auch solche Entdeckungen zu machen. Ja, da wünsche ich Ihnen noch weiterhin viel Glück und Erfolg bei dieser wichtigen und super spannenden Arbeit. Vielen Dank, Frau Dr. Laumer. Vielen lieben Dank. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.